Wow, durchatmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt der neue emissionsfreie Sattelkoffer SKOE aus dem Hause Schmitz-Cargobull mit allem, was dazugehört. Optimal entwickelt und angepasst aufs Fahrzeug und alles aus einer Hand. Die neuen EU-Richtlinien fordern bis zu 30% weniger CO2-Ausstoß als 2019. Viele große Innenstädte in Europa werden Zero-Emission-Zones einrichten. Der SKOE mit elektrifizierter Kältemaschine und mit Generatorachse ausgestattet ist optimal vorbereitet für den emissionsfreien Verteilerverkehr. Wie die Kältemaschine funktioniert, erklärt Ihnen nun mein Kollege Markus Dechering. Warum emissionsfrei? Das möchte ich Ihnen gerne jetzt zeigen. Wie Sie hier sehen, kommt dieses Gerät komplett ohne Dieselmotor aus. Der Vorteil für unseren Kunden ist dabei, dass ich auch zur Tages- und Nachtzeit in Innenstädten zum Be- und Entladen fahren kann, da dieses Gerät PEAK-zertifiziert ist. Das alles ohne Einschränkungen in der Kälte- und Heizleistung im Vergleich zu herkömmlichen Maschinen. In der Zukunft verfügbar als Mono- und Multitemp-Ausführung und natürlich ATP-zertifiziert. Ein weiterer Vorteil der SCOE sind die niedrigen Betriebskosten bzw. geringe Total Cost of Ownerships. Durch den Entfall des Dieselmotors entfallen auch die Ölwechsel und Filterwechsel. Einfaches und schnelles Laden. Geladen wird über die herkömmliche CE-Steckdose. Dazu braucht unser Kunde keine spezielle Infrastruktur, denn diese Anschlüsse sind standardmäßig vorhanden. Die Transportkältemaschine kann während der Fahrt über die Batterie betrieben werden. Diese wird mittels dem Achsgenerator abhängig vom Ladezustand und Geschwindigkeit wieder aufgeladen bzw. nachgeladen. Wo sich die Batterie befindet, erklärt Ihnen jetzt mein Kollege Carsten Krieger. Die Unterbringung der Batterie befindet sich im Bereich des Stützwindwerks und ersetzt somit den Dieseltank. Es ist nach wie vor möglich, den 36er Palettenkasten anzubauen. Die Kapazität der Batterie reicht für eine durchschnittliche Schicht im Verteilerverkehr aus. Die verbaute Batterie versorgt die Kühlmaschine mit ca. 4,5 Stunden Energie. Durch den Wegfall des Dieseltanks und dem Motor in der Kühlmaschine haben wir nicht mal 100 Kilogramm Mehrgewicht und somit keinen Verlust der Nutzlast. Wie kommt eigentlich die Energie in unsere Batterie? Durch den Netzanschluss, den CEE-Stecker, den Markus uns vorhin erklärt hat, oder den ePTO der Zugmaschine, falls dieser vorhanden ist, oder natürlich bei dem Stichwort alles aus einer Hand, unserer eigenen Achse. Das Nachladen der Batterie findet beim Bremsvorgang statt, der sogenannten Rekuperation. Nachladen während der Fahrt findet bei Überland- und Autobahnfahrten statt, ab einer Geschwindigkeit von 60 km/h. Bei einem Batteriestand weniger als 30% wird die Rekuperation direkt benötigt, um die Batterie zu laden. Somit bauen wir einen Puffer auf für Stillstände bzw. Staus und Wartezeiten. Coole Sache, Markus. Gut für die Umwelt. Und gut fürs Geschäft.